Servus, willkommen hier in Ackendorf. So, ich wollte jetzt anfangen zu häckseln, damit ich euch noch eine kleine Neuerung an der BGA zeigen kann, die wir eben zwischen 22 und 8 Uhr dort am besten zeigen können. Hat also, kann man sich denken, mit den Öffnungszeiten zu tun. Jetzt hatte ich mir überlegt, holst du dir vielleicht einen kleinen Kredit und kaufst dir einen Häcksler? Und dann habe ich gesehen, oh, wir haben ja sogar noch Kredit offen. Das heißt, wir nehmen uns keinen Kredit, sondern zahlen den zurück und mieten halt doch erstmal noch einen Häcksler. Dafür können wir ab jetzt wirklich sagen, wir sind schuldenfrei. Ich hatte ganz vergessen, dass wir nämlich noch Kredit offen haben. So, dann also einmal Schneidwerkswagen mieten. Ah, jetzt haben wir da drei Felder. Ich mache erstmal 2 Stunden, mal schauen, ob ich damit hinkomme oder ob ich doch mehr brauche. Komm, wir gehen hin. Also ich wollte mir eigentlich den New Holland kaufen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach nochmal hier den Krone, damit der auch nochmal in Einsatz kommt. Und den Rostzell-Mech, den werde ich vermutlich dann mal auf der Volkshill in Einsatz bringen, dass man den auch dort nochmal sehen kann. Nee, halt. Jetzt wollte ich hier schon den falschen. Krone haben wir gesagt. So. Mieten, zack, bumm. Das haben wir. Dann springen wir hier einmal rein. So. Und dann müssen wir mal kurz, wie war das? Kamerabewegung möchte ich in der Außenkamera nicht, dass also beim Lenken das mitbewegt. Vorwärts, rückwärts ist in Ordnung, das darf er gerne machen. So, dann gehen wir hier hin, wechseln schon aufs Schneidwerk vorne. Gehen mal in die Innenansicht und innen drin bei den Hecklenkern mache ich das, glaube ich, auch aus. Und das Rückwärtsfahren hat er hier sowieso automatisch. Na, hier lenkt er aber doch mit. Ach so, ich habe mit E die Lenkung umgestellt. Ich muss hier mit C Kamerabewegung ausmachen. So, okay. Und dann machen wir F1 auch wieder aus. Braucht man nicht. Fahren wir hier vor, lassen es fallen. Sitzt, wunderbar. Dann gehe ich in die Außenkamera nochmal. Da sehe ich besser, wann ich ihn angehakt habe. Beziehungsweise wo ich hinfahren muss. Gut, und auf zum Feld. Und ich fange mit Feld 38 an. Und ja, dann schauen wir, dass wir hier, aber das sollte ja definitiv gelingen, dass wir den ersten Hänger noch vor 8 Uhr voll haben und zur BGA hochfahren können. Denn da habe ich ein bisschen was umgebaut hier in meiner Ackendorf-Version. So, zumindest ist der ein bisschen schneller unterwegs als der Rostzell-Mech. Ich meine, der hätte weniger km/h. Ja, vorhin, ich habe schon mal den JCB mit Anhänger ans Feld gefahren, ist mir hier doch tatsächlich auch einer in den Anhänger reingefahren. Hier steht ja jetzt ganz klar die Beschilderung, dass hier die im Kreisverkehr Vorfahrt haben. Hat den aber nicht gekümmert. Ich war im Kreisverkehr und er fährt mir da Vollgas in die Seite rein. Scheiß KI, hätte ich schon gesagt. Nee, wir wissen ja, die KI, die kennt keine Verkehrsregeln. Aber es sieht natürlich trotzdem so mit der Beschilderung schöner aus. Dann ist es keine im Kreis laufende Kreuzung, sondern es ist dann von der Beschilderung her wirklich ein Kreisverkehr. So, hier müssen wir ab. Hoffentlich haben wir jetzt das Schneidwerk auch noch auf dem Wagen drauf. So, da hätte ich gesagt, fahre ich hier so einmal im... Oh! Ich sag's noch und ja, haben wir wirklich verloren. Ja, super. Ja, super, super duper. Wo haben wir denn das jetzt verloren? Ich wollte hier schön so hinfahren und dann so von der Seite das Ganze aufnehmen.
Baum. Stand der schon immer da? Der war doch vor 5 Minuten noch nicht da. So, wo haben wir unser Schneidwerk verloren? Ja, das ist ja klasse, wenn das Schneidwerk hält, was es verspricht. So, wo haben wir es liegen? Haben wir es im Kreisverkehr verloren? Vorher, nachher? Und warum haben wir es verloren? Warum war es nicht fest? Fragen über Fragen. So, hier kürzen wir mal ab. Nee. Ich hätte jetzt gedacht, hier am Kreisverkehr vielleicht, hier vor, da hatten wir doch eigentlich durchgehend gerade Strecke. Haben wir das etwa schon direkt beim Händler verloren? Das Problem ist, das ist so breit, da hätte ich mir vielleicht doch den Wagen dann mitnehmen sollen. Und es nochmal probieren sollen. Da kommt ja einer. Das ist so breit, da komme ich ja gar nicht in der Unterführung durch, wenn mir da einer entgegenkommt. Ach, da oben liegt's. So weit ist es gekommen. Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Technik, die begeistert. So. Nee, das war er nicht. So sind wir passend. So, komm, mach du dich mal da ab. Dann fahre ich jetzt gerade zurück zum Händler hier. Und dann müssen wir uns hier gerade eben nochmal schnell den Schneidwerkswagen zurücksetzen. Genau, dieser da. Und dann machen wir, hoppala, einen neuen Versuch. Einmal zu oft hier auf die Escape-Taste drauf gehämmert. So, so jetzt gerade vorfahren. Dann schauen wir hier nochmal. So sollte es also eigentlich drauf sitzen. Vielleicht hatten wir es vorhin dann doch nicht ganz passend. Und sicherheitshalber werden wir dann nochmal über die F1 schauen. Wir haben ja hier einen manuellen Attacher, dass es auch wirklich richtig attached ist. Hört sich das scheiße an. So, machen wir nochmal lösen, nochmal befestigen. Jetzt sollte es aber wirklich fest sein. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier wirklich mal in Außenperspektive fahren, dass ich das Schneidwerk einfach im Auge habe. Fängt ja gut an. Vor 8 wollen wir noch zur BGA. Ja, langsam wird es dann doch etwas knapper. Wir haben auch schon 8 Minuten in der Folge rum. Eigentlich wollten wir das ja auch alles in der Folge dann natürlich machen. So. Aber wir sind jetzt schon mal weiter mit dem Schneidwerk gekommen. Ich schätze mal fast, dass, dass ich vielleicht nicht weit genug vorgefahren war. Und das Schneidwerk dann eben einfach seitlich vom Schneidwerkswagen runtergerutscht ist, dass es nicht richtig in den Attacher reingekommen ist. Also beziehungsweise nicht richtig in seine Halterung. Aber ich kann hier auch nur vermuten, es steht ja kein Fehlerzettel dran, was ich falsch gemacht habe. Und ihr seid da ja sowieso mehr Experten. Zumindest bei manchen Kommentaren hat man so den Eindruck, dass ihr sowieso alles viel, viel besser könnt und niemals Fehler macht. Und dementsprechend ist ja noch viel lustiger, wenn ich Fehler mache, weil... Ah, wir haben das Schneidwerk befestigt und da fällt es trotzdem runter. Ja, sehr schön. Der Schneidwerkswagen funktioniert ja wunderbar. Dann wisst ihr was, geben wir den gleich schon wieder zurück. Ich hänge aber vorher ab, nicht dass auf einmal der Häcksler dann auch weg ist. Den geben wir weg. Also mit manchen funktioniert es, mit manchen nicht. Hier hätte ich jetzt gedacht, der Krone-Schneidwerkswagen mit dem Krone-Schneidwerk funktioniert. Ist aber nicht der Fall. Hätten wir uns die Miete sparen können. Naja, zumindest haben wir jetzt das Schneidwerk hier in Feldnähe. Das bisschen können wir jetzt hier auch wirklich noch ohne. Wie muss ich denn? Da muss ich das ein bisschen drehen, gell? Na.
Da muss man sich erstmal wieder zurechtfinden, wo hier die Aufnahme ist. Die ist ja hier drüben. Gut. Schneidwerk haben wir. Jetzt kann es endlich losgehen. Wow, Joe Pim, nach 10 Minuten fängst du endlich mal an. Das ist ja Wahnsinn. Ha. Das ist ja Wahnsinn. So. Einmal den Helfer einstellen. Wir springen hier in unseren JCB. So, hier können wir mal wieder ein bisschen Innenansicht fahren. So, hau rein! Müssen wir mal schauen, da hinten bei den Bäumen, wie wir da dann vorbeikommen, ob das geht oder nicht. So, und ich stelle mir den Tempomat ein bisschen runter, dann brauche ich hier nicht alles mit dem Fuß zu machen. Dann kann ich hier 10 km/h auch einfach über Tempomat fahren und gegebenenfalls zwischendrin mal hier. Das passt auch noch, kann ich dann hier auch mal schneller fahren, um wieder ein bisschen aufzuholen. Doch, das passt. Noch so ein bisschen zur Seite schauen. Dann haben wir so ein bisschen mehr den Blick, wie wir uns hier neben dem Drescher verhalten. So, 20% haben wir auch gleich schon. Das ist sehr schön. Da vorne werde ich dann doch eher hinter den Drescher fahren müssen. So, komme ich hier vorbei? Ah, doch. Aber da vorne könnte es dann eng werden. Da kommt ein Zaun. Deswegen macht uns das nicht, dass der Drescher hier ein bisschen Vorsprung gewinnt. Dann können wir uns da so ein bisschen hinten dran einordnen, dass wir da auch vorbeikommen. 33%, ein Drittel vom Anhänger haben wir ja schon voll. So, und wenn ihr die Ackendorf normal spielt, so wie ihr sie von FSM bekommt, dann könntet ihr ja jetzt noch gar nicht das Ganze bei der BGA abladen. Denn die macht erst um 8 Uhr auf. Müsst ihr dann noch eine Viertelstunde warten, bis sich das Tor öffnet. Bei uns hier wird das anders aussehen. Ich habe mir das ein bisschen geändert. Die Öffnungszeit gibt es nach wie vor noch. Das Tor ist also zu. Aber ich kann es öffnen. Fast Kollision. So, was ist los? Ich mal ein bisschen langsamer, dass er wieder ein bisschen weiter nach vorne fahren kann. So. Hier können wir dann langsam wieder ein bisschen Gas geben. Die erste Runde, die ist halt immer so ein klein bisschen Friemelarbeit, je nachdem wie viel Platz wir ums Feld drumherum haben. Im Zweifel muss man halt hinterm Drescher hinterherfahren. Da ist aber immer die Schwierigkeit, man muss recht nah dran fahren, damit er überhaupt noch so weit den Kram ausspucken kann. Und darf eben nicht zu viel Abstand lassen, sonst bleibt er stehen und dann müssen wir wieder schnell bremsen, dass wir ihn nicht weghauen. Und wenn wir aber ganz dicht auffahren und er hier bei so Kurven dann natürlich langsamer wird, dann haben wir da natürlich dann auch ganz schnell wieder das Problem, dass wir auch wieder Gefahr laufen, hinten aufzufahren. Sobald wir dann mal die ersten ein, zwei Runden haben, können wir da akkurat nebendran langfahren und dann stellt das alles kein Problem mehr dar. So, ich drücke mal wieder ein bisschen auf die Tube, wieder ein klein bisschen weiter vorfahren. So, hier können wir wieder auf 10 reduzieren. Dreiviertel Hänger haben wir voll. 14 Minuten, also ein klein bisschen Überlänge werden wir wohl machen, aber wir kriegen das in der Folge jetzt noch hin. Das sollte doch noch passen. Ja, ich habe auch schon mal, das kann ich ja zeigen, ich habe Körnermais schon mal alles geerntet, habe mit der Rapsernte angefangen. Die ersten Körner sind da auch im Lager dazugekommen. Das war ja nicht leer, aber Körnermais war leer, haben wir wieder 41.411 Liter. Da können wir dann also natürlich auch wieder ein bisschen was verkaufen. Und ja, habe ich in der letzten Folge ja auch gar nicht erwähnt gehabt. Ich habe natürlich jetzt nachträglich dann auch noch beim Milchmax die Faktoren umgeändert. Das war also, ja, es war unterschiedlich eingestellt. Die hatten nicht beide die gleiche Werte. Ich weiß jetzt nur noch, bei dem einen, da war es so, dass wenn wir 1, wie war das, 1,4
nee, 1,5 Liter Milch dort reinkippen, bekommen wir 0,7 Liter Haarmilch raus. So war der eine eingestellt, der andere hatte ein bisschen andere Zahlen, aber ähnlich. Ich bin jetzt zu den Standardeinstellungen zurückgegangen, so wie der Milchmax auch von Pharma Andi eben angeboten wurde. Ja, als platzierbares Objekt hatte er das angeboten. Und bei ihm waren eben die Werte 1 Liter Milch rein, 1 Liter Haarmilch raus. Und dementsprechend habe ich das so auch wieder zurückgeändert. Also jetzt habe ich hier wieder, wenn ich 1000 Liter reinkippe, habe ich auch 1000 Liter Haarmilch, die dann rauskommen. Sollte dann also besser funktionieren. Habe dann die Milch, die bei den Kühen war, auch komplett nochmal auf die beiden Milchmaxe aufgeteilt, damit wir bei dem einen eben eine Palette fertig bekommen und ja, der andere eben definitiv auch nochmal jede Menge Vorrat hat. Ich schätze, dass ich das auch nur in Version 1.3 geändert hatte, als ja die Milchmax sowieso mal komplett überarbeitet und ausgetauscht wurden, beziehungsweise eben der zweite erst neu dazu kam. Und ich meine, vorher wären dort die Faktoren auch noch anders eingestellt gewesen. So, wenn ich jetzt hier hinfahre, sehen wir, das Tor ist zu. Wir sehen hier, wir haben Öffnungszeiten von 8. Wir haben noch keine 8. Da können wir auch hupen, passiert nichts. Aber was wir machen können, und das sehen wir erst, wenn wir die F1 anmachen, mit der Taste O sehen wir Tür öffnen. Naja, Tür, es ist ein Tor, aber ja, Tür und Tor, was soll's. Ist natürlich einfacher, da denselben Text zu nehmen. Man hätte für Türen und Toren unterschiedliche Texte nehmen können. Das Tor ist jetzt auch noch offen geblieben. Das schließt also nicht automatisch. Das würde ich jetzt beim Rausfahren dann eben schließen. So, dann messen wir hier noch. So, haben wir uns wiegen lassen. Fahren zum Fahrsilo, denn Fahrsilos kann man ja zum Beispiel auch über Nacht füllen, wo hier eigentlich kein Betrieb ist. Man hat vielleicht auch Fahrzeuge hier stehen, die man sich mal über Nacht wieder rausholen möchte. Deswegen habe ich mir gesagt, machen wir das Tor so, dass wir es öffnen können. Aber ja, sollte natürlich beim Rausfahren wieder geschlossen werden. Und zu den Öffnungszeiten bleibt es dann eben natürlich offen stehen. So, hier können wir unser Fahrsilo also wunderbar befüllen. Das funktioniert alles. Ah, rechts flackert so ein bisschen die Plane ab und zu mal durch. Dafür sollte es dann, wenn die so hoch liegt, dass die ab und zu durchflackert, sollte es keine Probleme mehr geben beim Entladen mit Schaufel. Da haben ja manche immer wieder Probleme. So, und hier, wo die zweite BGA war, da ist keine mehr. Also, wir haben hier nur noch eine BGA. Da gibt es keine zweite mehr. Hier können jetzt die Arbeiter ihre Mittagspäuschen machen. Und ja, hier haben wir ja die Tore, wo wir dann zur BGA reinkommen, um abzukippen. Wir können ja auch hier abkippen, aber hier haben wir nichts. Hier kommt auch nichts. Hier kann ich O drücken, wie ich will. Da passiert nichts. Ich kann über die Türen noch reingehen. Das funktioniert. Aber ich kann eben zum Abladen nicht mehr reinfahren. Ich kann auch das große Tor von hier innen nicht mehr öffnen. Das öffnet sich um 8 Uhr mit der ganz normalen Öffnungszeit. Und das werde ich euch jetzt auch kurz präsentieren, indem ich hier jetzt mal ganz schnell bis 8 Uhr vorspule. So, da sehen wir, da öffnet sich das. Also von 8 bis 22 Uhr kann ich hier reinfahren, kann meine Silage in die BGA abkippen. Bis dahin sind eben im Zweischichtbetrieb auch Arbeiter da, die dann dafür sorgen, dass die BGA rund läuft. Und außerhalb der Zeiten werde ich meine Silage hier nicht los. Das also eine der größeren Änderungen, die ich an der Map vorgenommen habe. So, jetzt sind wir bei 19,5 Minuten, haben wir also die Folge auch lang genug gemacht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ja, hier unten die Garage übrigens, da gehen die Tore auch in den Öffnungszeiten auf, dass wir schneller rein- und rausfahren können. Aber außerhalb der Öffnungszeiten können wir uns die Garagentore auch öffnen. Vielleicht wollen wir ja ein Fahrzeug rausholen. So, jetzt aber danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.